90. Juli 2005. Welcome to the German-speaking part of Europe. Hey! Ich bin ein Origineller, sagt die NZZ. Das war aber gestern. Und auch gestern, Bart, das war für mich ein bisschen wichtiger. Ich bin Korrespondent geworden von rockboom.com. Nicht so originell finde ich heute die NZZ. Aber nicht, dass ich meine, dass ich da immer Zeitungslesen mache. Nee, aber heute schon. Hey, große Aufmache für die Bomben in London und ganz kleines Artikelchen für die G8. Hey, das ist ein super Timing gewesen, gell? Vorher so ein bisschen Bono und Bob Geldof. Ist alles runtergefahren, haben wir früher besprochen. Und jetzt zum Abschluss noch ein Bömpchen. Ja. 50 Tote. Schrecklich. Bloß Bush und Blair bringen das jeden Tag zu Wege. Einfach ein bisschen weiter weg und wir hören es nicht immer so, aber... Hey, dass da ein Krieg mal aufgehört hat, das war insbesondere ein mediales Ereignis, oder nicht? Ich meine, die haben weitergemacht, es ist immer noch absolutes Chaos. 50 Tote. Die ganze Zeit. Aber wenn die NZZ über die Anschläge in London spricht, welche ich auch schlimm finde. Aber dann sagt sie, wie lange es dauert, bis Hohlheit dieser dumpfen Kraftmeierei und der sie rechtfertigenden Phrasen überall erkennbar wird, weiß man nicht. Vermutlich werden Jahre vergehen. HK. Der HK hat das geschrieben. Das müsste ich dann auch mal noch anpassen bei der NZZ. Das kommt sehr bald. Newsweek hat ja das schon gelernt. Also früher, also ich weiß nicht, wenn Sie das nicht kennen. Nein, also die NZZ macht es immer so, da gibt es nur diese kleinen Zeichen. Da kann man dann nachschauen gehen, wer was ist. Aber eigentlich spielt der Name keine Rolle. Das ist ein Symbol dafür. Mein Name als Journalist ist nicht wichtig. Ich bin in der großen Propaganda, nein, das ist ja nicht Propaganda, in dieser großen Familie. Das ist ein Clan, das ist dann ein... Ja, also ich gehöre einfach zur Gruppe dieser NZZ und die hat die Wahrheit, also... Ich meine, die haben einfach so gut recherchiert, dass es wirklich objektiv einfach... es gibt eigentlich keine andere Wahrheit, das anzuschauen. Weil, und alles andere, Verschwörungstheorien zuhauf, finden schnelle Verbreitung über die freien westlichen Medien und vertiefen eine latente Verunsicherung. Also in HK, also ist ein Zeichen dafür, dass nicht sein Name im Vordergrund steht, sondern dass er recherchiert hat, er hat... die Wahrheit gesucht und nicht gefunden und morgen sucht er weiter, aber das ist schon ziemlich genau die Wahrheit und... Inzwischen ist klar... Nein, woher kommt... was ist der Nährboden? Der Nährboden für Terrorismus? Mit Nährboden meint man gewöhnlich wirtschaftliche Verarmung und allgemeine Rückständigkeit. Ja, wo wir sind, ist vorne. Inzwischen ist klar, dass der geistige Humus, auf dem Propaganda und Indoktrinationen gedeihen, zuerst umgepflügt werden müssen. Zuerst umgepflügt. Also dieser Humus, wir sprechen ja immer von Menschen, gell? Also, das sind ja nur Sprachbilder. Also, HK meint, man müsste umpflügen gehen, damit diese Menschen, diese wirtschaftlich Verarmten und allgemein Rückständigen umgepflügt werden. Also ich glaube, das ist das, was Bush und Blair gerade unten machen im Irak. Mal kurz so umpflügen. Damakrata hatten wir früher. Democracy. Damakrata. Ein Land überfallen, um eine Marktwirtschaft daraus zu machen. Demokratie zu machen. Kennen Sie diesen Witz?
Wissen Sie, warum Bush im Irak eine Demokratie einführen will? Wenn es funktioniert, macht er es zu Hause auch. Nein, also gut. Finden wir doch schnell in den Artikel zur G8. Auch ohne die Bomben wäre noch bis zuletzt um glaubwürdige Formulierungen zu Afrika und zum Klima gestritten worden. Und auf der hinteren Seite. Die Irak-Frage war, vermutlich auch wegen der Bomben in London, keine kontroverse Behandlung mehr wert. Das kann jetzt eine Verschwörungstheorie sein, Maka. Aber ich finde deine Verschwörungstheorie und deine Propagandasendung auch ziemlich fürchterlich.